Ich habe mich selten auf eine Zweitrundenserie in den NBA Playoffs so sehr gefreut wie auf die bevorstehende zwischen den Oklahoma City Thunder und Dallas Mavericks. Das Duell zweier Teams, die gar nicht so weit weg voneinander beheimatet sind, das Duell zweier MVP-Kandidaten, der Beginn einer möglichen Rivalität in der Western Conference, meine Vorfreude steigt einfach immer mehr. Game 1 in Oklahoma City steckt in der Nacht von heute auf morgen um 3.30 Uhr zur deutscher Zeit und beide Teams gehen relativ ausgeruht in dieses Spiel. Dallas hatte für sie extrem wichtige 4 Tage Pause zwischen Spiel 6 in der Clippers-Serie und Spiel 1 gegen die Thunder und OKC hatte sogar 8 Tage frei, es ist nur ihr 5. Spiel für sie innerhalb von 23 Tagen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Beide Teams sind dann doch relativ problemlos in Runde 2 eingezogen, Dallas gewann gegen die Clippers in 6, die letzten beiden Spiele aber relativ deutlich, während die Thunder sogar nur 4 brauchten gegen die gegen sie hoffnungslos überforderten New Orleans Pelicans. Für beide Teams ist es auch ein Zweitrunden-Matchup, mit dem sie sehr gut leben können. Sicherlich hätten die Thunder wahrscheinlich lieber gegen die Clippers gespielt, aber glaubt mir, sie werden ganz schön happy sein, sowohl den Nuggets als auch Timberwolves aus dem Weg gegangen zu sein und auf dem Weg durch den Westen gegen maximal eines dieser beiden Teams spielen zu müssen. Und Dallas wird, wenn man dieses Spitzentrio des Westens aus der Regular Season betrachtet, auch am liebsten gegen OKC spielen im Vergleich zu Denver und Minnesota. Ich denke, es gibt keinen Favoriten dieser Serie, es kann so oder so ausgehen, das wird richtig, richtig spannend und wird, so lautet zumindest mein Tipp, auch über 7 Spiele gehen. Es gibt einiges zu besprechen, können die Teams den jeweiligen MVP-Kandidaten des Gegners verteidigen, wie sehr wird Maxi Kleber den Mavericks fehlen, wer sind die X-Faktoren und vieles, vieles mehr. Gefallen euch meine Videos, dann lasst ihr gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Also, machen wir es einfach. Die besten Spieler gewinnen Playoff-Serien und die beiden besten offensiven Spieler der Mavs, natürlich Doncic und Irving, während es bei den Thunder SGA und J-Dub sind. Ich denke, Luka und Kyrie werden von Lu Dort und Jalen Williams verteidigt und ich bin wirklich mal gespannt, wer da welchen nimmt. Prinzipiell sind sowohl Dort als auch J-Dub ein gutes Matchup gegen Doncic. Dort ist einer der besten Perimeter-Defender der NBA, physisch stark, was beispielsweise Brandon Ingram in der ersten Runde vor massive Probleme stellte. Aber Doncic ist natürlich physisch auf einem ganz, ganz anderen Level als BI und Lu Dort ist nicht der allergrößte, wo Jalen Williams in ins Spiel kommt, der dank seinen breiten Schultern und langen Armen wirklich optimale physische Voraussetzungen mitbringt, um Doncic zu verteidigen. Ich persönlich erwarte J-Dub an Luka dran und Dort an Irving, untereinander können sie dann aber problemlos wechseln, also werden wir wahrscheinlich sehr viel von beiden sehen. Ich bin gespannt, wie Irving damit klarkommt, statt James Harden auf einmal Lu Dort gegen sich zu haben. Generell denke ich, dass OKC wie sonst auch immer relativ viel switchen wird, heißt SGA, Wiggins, Wallace oder auch Giddy immer mal wieder an Doncic und Irving dran. Eventuell schauen sie sich sogar etwas von den Clippers ab und lassen Holmgren raus switchen gelegentlich, das erwarte ich aber eigentlich eher nicht so viel. Ich gehe von einer mal höheren und mal tieferen Drop-Coverage aus, draußen wird dann aggressiv verteidigt, Dallas brilliert in Runde 1 jetzt nicht unbedingt die Person von Doncic gegen diese Taktik, da dürfen wir gespannt sein. Aber Holmgren sollte so viel es geht in Korbnähe bleiben, OKC ist nicht besonders groß und athletisch, Dallas mittlerweile schon, alleine wegen der Rebound-Arbeit sollte man Holmgren da am Korb lassen. Ich bin mal gespannt, wie viel Isoball wir sehen werden, das war ein Game-Changer gegen die Clippers, lag halt aber auch daran, dass diese keine guten individuellen Defender hatten. Auf der anderen Seite fehlt Kleber natürlich defensiv extrem, er wäre jemand für J-Dub gewesen, das könnte jetzt richtig dünn werden. Derrick Jones Jr. wird sehr viel bei Shai Gilgeous-Alexander sein müssen und ansonsten werden Kyrie Irving und Luka den 25-Jährigen auch mal nehmen müssen. Ich kann mir nämlich fast vorstellen, dass Irving an SGA dranbleiben muss, weil Jones Jr. auch viel an J-Dub arbeiten muss und da kommt die Kleber-Verletzung wieder ins Spiel, die eine negative Kettenreaktion auslöst, denn Kleber wäre sonst ein nahezu perfektes Matchup gegen Jalen Williams gewesen. So werden wir viele Lineups mit einem der beiden traditionellen Center plus Washington sehen, die Option klein zu spielen hat man jetzt nicht mehr so richtig und der Center spricht Lively oder Gafford an Holmgren, während man Washington zu Giddy stellt, damit dieser immer wieder von Giddy weghelfen kann. Ich persönlich denke, Josh Giddy könnte ein X-Faktor werden, ich bin mir sicher, dass die Mavs einen ihrer Bigs an ihn ranstellen und dann immer wieder sehr weit von ihm weghelfen werden. Man konnte das gerade in den Regular Season Begegnungen dieser beiden Teams sehr gut beobachten, Dallas war eines dieser Teams, die mit am radikalsten GD freistehen und zum Werfen eingeladen hatten und ich erwarte, dass sich das auch in dieser Playoff-Serie nicht ändern wird. Die große Frage wird aber sein, können Giddy und die Thunder das schlagen? Am Anfang sieht das ziemlich peinlich für sie aus, mittlerweile hat man aber ein paar coole taktische Antworten gefunden, außerdem trifft der 21er in letzter Zeit gar nicht mehr so übel. 9 seiner 18 Dreier verwandelt er in Runde 1 gegen die Pelicans, läuft es in Runde 2 ähnlich, dann werden die Mavericks es schwer haben.
Dennoch gehe ich sehr stark davon aus, dass man A, jemanden wie Doncic versucht, angeht, immer mal wieder auch zu verstecken, und B, gezielt gute Rim Protector an den Rand stellt, um diese dann sehr weit von ihm weghelfen zu lassen. Bevor es aber weitergeht, bei Kicks könnt ihr aktuell bis zu 50% sparen auf die Produkte der Teams, die nicht mehr dabei sind in dieser Saison, also die es gar nicht in die Playoffs geschafft haben und die dann auch in Runde 1 ausgeschieden sind. Wir reden hier also von Jerseys, Caps, Merch und vielem, vielen mehr. Es gibt außerdem gerade einen generellen Mid-Season-Sale von bis zu 60% und ich muss schon sagen, da ist richtig guter Stuff mit reingekommen in letzter Zeit. Also wenn ihr auf der Suche nach brandneuen und aktuell krass reduzierten Basketball- und NBA-Stuff seid, nach Schuhen, Trikots, Caps, Klamotten von Nike, Jordan, Adidas und unzähligen anderen Marken, dann checkt das Ganze gerne nochmal über den Link in der Videobeschreibung ab. Damit könnt ihr euch etwas Gutes tun und gleichzeitig mich und diesen Kanal hier auch etwas supporten. Aber weiter im Text, eine Sache, auf die es ankommen wird, ist, wie fit beide Teams sind. Luka Doncic war extrem angeschlagen in der Serie gegen die Clippers, sein Knie verletzte sich so sehr, dass er eigentlich gar nicht unbedingt hätte spielen sollen, und dazu kam auch noch, dass er ziemlich erkältet und krank war. Dem Knie werden die paar freien Tage gut getan haben, die Erkältung ist überwunden, schauen wir mal, ob Luka eine Bounceback-Serie hinlegen kann. SGA auf der anderen Seite hat sich am Knöchel verletzt in Spiel 4 gegen die Pelicans, konnte aber weiterspielen, und auch J-Dub hat in der Serie immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Beide sollten allerdings fit sein, trainierten mit, OKC geht ohne Verletzung in die Serie gegen Dallas, diese müssen wie angesprochen auf Maxi verzichten, sind sonst aber auch relativ gesund unterwegs. Kommen wir zu zwei Duellen, die in meinen Augen ebenfalls wirklich mitentscheidend sind, und zwar Turnover und Rebounds. Ich erwarte eine sehr turnover-arme Serie, weil beide Teams nicht dazu neigen, den Ball oft zu verlieren. OKC erzwang die meisten Turnover aller Teams in der Regular Season und sie selber produzierten die drittwenigsten. Das führte zu einem Vorteil von 5,7 Punkten durch Turnover pro Spiel in der Regular Season, heißt sie selber scorten durch gegnerische Turnover 5,7 Punkte pro Spiel mehr als ihre Gegner durch die Ballverluste der Thunder. Das verdoppelte man dann einfach mal in Runde 1 der Playoffs gegen die Pels, OKC forcierte einen Pelicans Ballverlust in 19% ihrer Angriffe und man scorte 19,8 Punkte nach Turnover pro Spiel, während man aber nur 9,3 davon abgab, der absolute Wahnsinn. Und dann haben wir Dallas, die mit dieser Statistik in den bisherigen Playoffs auf Platz 2 liegen und generell ebenfalls nicht viele Ballverluste produzieren, erst recht nicht, wenn Luka auf dem Parkett steht. Man produzierte in jedem der letzten 5 Jahre immer mit die wenigsten Turnover pro Abend, jedes Mal war man dort in der Top 5 der Teams, die am wenigsten den Ball verloren. Ich bin also wirklich mal gespannt auf dieses Turnover-Battle, ähnliches gilt für die Rebounds. Die Arbeit an den Brettern ist bekanntermaßen nicht unbedingt die allergrößte Stärke von OKC, was kein Wunder ist, weil sie nicht das größte und athletischste Team sind. Dallas auf der anderen Seite ist jetzt auch nicht aber unbedingt gebaut dafür, um das gnadenlos zu bestrafen. Ich meine, ja, ihr Frontcourt ist deutlich athletischer geworden und das kann den Thunder auch mal zum Verhängnis werden, aber der Vorteil wird, denke ich, nicht so riesig sein. Allerdings könnte das schon etwas sein, woraus man durchaus Kapital schlagen kann. Nun, am Ende kommt es, denke ich, auch simpel und einfach auf das Duell der beiden besten Spieler der Serie an, Luka Doncic gegen Shai Gilgeous-Alexander. Man kann hier bei vielen Dingen den Vorteil bei OKC sehen, nicht zuletzt haben sie auch den Heimvorteil. Das große Argument für Dallas ist allerdings immer, dass sie Luka freaking Doncic haben. Der kann am Ende alles trumpfen, dafür muss er aber wie ein junger Gott spielen, was er bekanntermaßen gegen die Clippers nicht unbedingt gemacht hat. Macht er es allerdings gegen die Thunder, spielen alle anderen Gedankenspiele womöglich keine Rolle mehr, denn Basketball kann manchmal so einfach sein, hast du den besten Spieler und dreht dieser auf, dann gewinnt dir das Serien. Kommt es allerdings so, dass SGA ihm das Wasser reichen kann, was absolut nicht auszuschließen ist, dann könnte das mega mega spannend werden. Mein Tipp lautet Mavericks in 7, aber was weiß ich schon, ich habe euch natürlich auch Denver in 6 gegen Minnesota gesagt und diese verloren ihre ersten beiden Heimspiele gegen die Wolves. Ich denke, es wird eine Serie auf Augenhöhe zwischen den Mavs und Thunder, ich denke, es wird auf sehr sehr kleine Details und viele taktische Adjustments ankommen, welches Duo besser ist, wer fitter und verletzungsfreier durchkommt, Erfahrung könnte mit reinspielen, das wird ein super interessantes Coaching-Duell, diese Serie wird einfach geil. Checkt wie gesagt gerne Kicks ab, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und dem angepinnten Kommentar, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.